Im schönen Idstein begegnen sich die Taunuswirte der Woche zum ersten Mal. Ich bin der Pascal. Ich bin der Jan. Du bist auch von meinem Lokal, dein Lokal? Genau. Du wirst sogar losgehen. Machen wir. Ja, dann gucken wir mal, was uns heute hier erwartet in Idstein. Ja? Hier bei uns im Taunus ist eigentlich typisch die Frankfurter grünen Soße. Die muss eigentlich auch in jedem rustikalen Restaurant mit auf der Karte sein. Da ist ja Susanna. Lars? Hi, ja. Ich bin die Susanna. Hi, grüß dich. Bist du aufgeregt? Geht. Noch nicht so ganz. Ich bin mega aufgeregt, sage ich dir. Ja. Komm, wir gehen. Machen wir. Ein bisschen was Modernes kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht, warum nicht? Ich bin gespannt. Ich bin auch voll gespannt. Na fein, also wir haben die Truppe zusammen. Eine Dame dabei. Sehr, sehr schön. Auf in den Wirtewettkampf. Auf ins erste Restaurant. Hey, herzlich willkommen in Ambach. Ich bin der Alex. Schön, dass ihr hier seid. Hier haben wir schon einen Platz für euch. Macht euch darüber. Ich bin gleich bei euch. Ringfrei. Wo ich bin, ist vorne. Und ich zeige euch, was Ambach ist. Viel Spaß. Ja, also, ich finde es echt schön hier. Total modern. Was ich toll finde, ist so diese Kombination zwischen diesen alten Gemäuern mit dem neuen Teil hier angebaut. Bin echt positiv überrascht. Gefällt mir gut. Habt ihr den Papierflieger, der da oben hängt, eigentlich schon gesehen? Okay, er ist knapp aus dem Alter raus, sag ich mal, wo er noch Papierflieger gefaltet hat. Ja, cool. Ich finde, der sieht relativ gut aus, aber weiß nicht, ob er so fliegen würde. Bestimmt. Also irgend so ein Highlight braucht man, glaube ich, immer. Ist auch so ein bisschen was, wo die Leute dann drüber reden. Habt ihr euch eigentlich schon mal die Karte angeschaut? Ist ja das Wichtigste. Ja, Karte habe ich gesehen. Wir haben zwei verschiedene. Das eine hier wird eine Empfehlungskarte sein, ja. Und hier eine Stammkarte, so sieht das für mich aus. Auch gleichzeitig als Platzdeckchen, ja, was halt auch öfters mal getauscht werden kann. Und hat auch einen guten Sinn. Die müssen nicht jedes Mal die Tische komplett sauber machen, wenn jetzt mal ein bisschen Soße drauf droppt. Hallo, die Tische müssen wir immer sauber machen. Ja. Natürlich müssen die immer sauber gemacht werden. Aber ich meine, manchmal ist es voll und da hat man mal 2-3 Minuten keine Zeit und dann trocknet das schon. Also ich habe noch nie meine Kartengestaltung so gewählt, dass sie dann gut abwischbar ist. Die Mitstreiter testen je 3 Gänge von der waschbaren Karte. Heute kocht Tim ganz nah am Gast. Ich bin Lars. Ich bin der Tim. Hi. Was machst du schön? So, wir machen heute einmal den hausgebeizten Lachs. Ja, dann hole ich den Lachs jetzt aus dem Kühl aus. Der ist schon grätenfrei. So, haben wir einmal den Lachs. 1,5 Kilo. Ah, cool. Wo bekommst du den her? Das ist von Deutsche See, das ist Zuchtlachs. Warum kein Wildlachs? Hat das einen Grund? Also zum einen ist es eine Preisfrage. Wildlachs ist natürlich besser, aber die Meere sind überfischt und da muss man auch ein bisschen gucken, auf was man da zurückgreifen kann, ist zumindest meine Meinung. Okay, es ist MSC-zertifiziert, also nachhaltige Fischerei. Ich habe mich da sehr stark schlau gemacht und habe viele Dokumentationen gesehen. Und dann hört man tatsächlich langsam auf, an solche Siegel zu glauben. Also hör auf dein Herz, hör auf deinen Verstand, schau, wo du es herbekommst, okay? Das ist der viel bessere Weg. Ist aber schon ein frischer Lachs, oder ist es Der ist frisch, ja. Ja, cool, sehr gut. Da freue ich mich. Genau, und dann beißt sich dann immer eigentlich, wenn er kommt, direkt ein. Ja. Und dann ist es ja 2 bis 3 Wochen haltbar. Den vakuumieren wir dann. Also das Beizen ist natürlich nicht im Ursprung mal gewesen, um was haltbar zu machen, aber das geht einfach um Geschmack, Intensität. Ne? Also wenn du heute was schön beizt und dementsprechend dich an gewisse Zeitrahmen hältst, dann kannst du bestimmen, wie weit der Fisch gegart ist, wie intensiv er dann am Ende dann auch schmeckt. Ne? Also ich finde es sehr cool. Und dann fangen wir jetzt an, die Gewürze klein zu mörsern. Ja. Schwarzen Pfeffer, Senfsaat, Koriander, ganz, ganz wenig Wacholder und Lorbeer. Die Rezeptur, ist das deine eigene Rezeptur? Gerade auch so diese Zusammenstellung von den Gewürzen? Also ich sag mal so 80% ist klassisch. Mhm. So, also die Gewürze, jeder macht es auch ein bisschen anders. Da manchmal noch Fenchelsaat rein. Und was ich immer noch ranmache, ist halt Koriander, Ingwer und ein bisschen Abrieb von Zitrone, Limette und Orange. Okay, die Kunst besteht, die Aromatik des Fisches hervorzuheben und auch die Aromen spielen zu lassen, dass das eine gute Verbindung ist. Ich persönlich hätte die Gewürze, gerade diese Lorbeerblätter und Wacholderbeeren, die hätte ich vorher noch angeröstet. Dann hätten sie auch noch ein bisschen mehr Aroma. Tim verpasst den Gewürzen den Mixerkick. So, ich mixe jetzt erstmal die Gewürze an und dann hacke ich die Kräuter und dann kommen die auch dazu. So, dann habe ich hier einmal Petersilie, Koriander und Dill. Dill ist natürlich klassisch, aber ich mache ganz wenig Dill nur dran und noch ein bisschen Koriander rein. Das ist so meine eigene Note, habe ich ganz gern. Das ist so meine andere Frische.
Und ja. Ja, nee, cool. Hört sich gut an. Die grob gehackten Kräuter zerkleinert Tims elektrischer Kollege. Dann mache ich das in meine Schüssel. Das riecht schon gut. Ja, richtig Koriander riecht schon. Ich arbeite gern mit der Reibe hier. Ja. Muss dann halt mal gucken, dass man nicht zu weit reibt, weil das Weiß ist ja bitter. Ja. Dann nehme ich immer Orange. So, habe ich noch eine Limette. Bisschen Ingwer. So fein gerieben, den Ingwer, gibt es weiße Stellen auf dem Lack? Bis jetzt ist noch nichts passiert. Er hat die Frische über die Schale der Orange und der Limette drin. Und dann wird das Salz und der Zucker untergabelt unter diese Kräutergewürzmischung. Und wenn du das jetzt noch gleichmäßig auf den Fisch verteilst, dann passiert da nichts. So ist der jetzt fertig oder was machst du jetzt? Nee, der kommt jetzt in die Kühlung, je nach Dicke des Fischs 12 bis 16 Stunden. Ich habe natürlich schon einen vorbereitet. Und den schneide ich dann in Tranchen, da gibt es Kartoffelpuffer dazu. Mhm. Und Senf, Dill, Honigsoße. Und dann siehst du ihn gleich fertig am Tisch. Ja, cool. Also ich freue mich jetzt auf meinen Lachs und bin gespannt. Und wir erst. Mit 20 Jahren Gastroerfahrung und den Vorspeisen fühlt sich Gastgeber Alex absolut siegessicher. Viel Spaß mit den Produkten. Guten Appetit. Dankeschön. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, was ihr da drüben habt. Die Teller sind sehr schön angerichtet auf jeden Fall. Ja, ich finde nur meine Portion ein Ticken zu groß für mich jetzt. Ich finde die Portion völlig in Ordnung. Ne? Wo fängt denn eine Portionsgröße für die Vorspeise an und wo hört sie auf? Ne? Wenn ich im Sternelokal 9 Gänge esse, ist die Vorspeise dementsprechend kleiner, wie als wenn ich in einem 10-Lokal bin. Dann guten Appetit. Euch auch. Lasst euch schmecken, guten Hunger. Ja? Für seinen Berufskollegen wirft Koch Tim nur frische Zutaten in die Schale. Pascal testet den Tomatenbrotsalat mit Rucola und Mozzarella. Die haben ja jetzt geschrieben Brotsalat. Ja, erstmal geht da bestimmt jeder mit der Vorstellung dran gut. Was ist ein Brotsalat? Kennt niemand. Ja. Der Hauptbestandteil ist hier Brot hier drin. Ja. Ich fand das Verhältnis von Brot zu Salat ein bisschen too much. Bei den Croutons sieht man, dass sie selbst gemacht sind, weil die alle eine ungleichmäßige Größe haben. Und man sieht auch, dass die hier getränkt sind in Olivenöl. Croutons haben mich sehr überzeugt, weil es keine fertigen Croutons waren. Man hat gesehen, dass Olivenöl dran war und auch geschmeckt, dass ordentlich Salz, Pfeffer und Knoblauch dran war. Das Dressing ist sehr lecker, was da dran ist. Ja. Ich würde jetzt auch behaupten, es ist kein Fertigdressing. Man merkt, dass sich da jemand Mühe gemacht hat bei der Vinaigrette von der Komposition zwischen Säure und Süße. Der Rucola passt super dazu. Thema Italien, ja, Rucola, Tomate, Mozzarella, passt einfach. Salat war auf jeden Fall frisch gewesen, der war knackig. Es waren keine braunen oder welken Blätter dabei gewesen. Hat man schon drauf geachtet. Ich finde es auch toll, dass man nicht einfach hier große Strauchtomaten gewürfelt hat, ja, weil die ja immer ein bisschen wässriger sind. Einziger Kritikpunkt, die Portion wäre mir für eine Vorspeise zu groß. Das Mengenverhältnis Brot zu Tomate und Salat, da gebe ich dem Pascal auch recht. Das könnte ein bisschen anders ausschauen. Aber im Großen und Ganzen passt das dahin. Treffen diese Kugeln Sius Geschmack? Sie testet die Kartoffel-Ziegenkäsebällchen mit Karotten-Ingwer-Püree. Außen ist sehr knusprig gebacken. Das mag ich. Ist schön knusprig und auch sehr gut gewürzt. Und man hat auch tatsächlich diese Ziegenkäse rausgeschmeckt. Ja. Kartoffel ist auch sehr gut gemacht. Salat finde ich sehr, sehr schön. Sehr frisch. Auch die Farben vom Salat finde ich toll. Also die Kombination so zusammen, die Gräse, die hier drin, das peppt noch mal den Geschmack auf. Dann hatte ich pürierte Karotten mit Ingwer. Also für meinen Geschmack ist es ein bisschen stark gewürzt. Sehr salzig schmeckt das. Da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass mehr Ingwer rauskommt, weil ich ja Ingwer total liebe. Was aber nicht heißt, dass es schlecht ist. Ich esse gerne salzarm. Das würde ich mir zum Beispiel im Wettbewerb gleich mal für die Tage merken. Ne? Da kannst du, bist du klein im Vorteil, wenn du am zweiten Tag rankommst. Ne? Im Großen und Ganzen finde ich, das passt alles so zusammen. Chefkoch Lars war bei der Vorbereitung live dabei und ist gespannt auf seinen hausgebeizten Lachs mit Kartoffelpuffer. Hat eine tolle Konsistenz, ist schön fest vom Fleisch. Von den Aromen, er hat mir gezeigt, er macht Koriander, Senfkörner mit rein. Da schmecke ich jetzt nicht ganz so viel. Da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr von erwartet, dass da so ein bisschen mehr Geschmack mit ist. Vielleicht ein bisschen weniger Zucker, ein bisschen weniger Salz. Einfach mehr noch die Kräuter und die Aromaten in den Vordergrund stellen. Also hier habe ich so ein kleines Stück, das habe ich mal zur Seite getan. Das mag ich so nicht so gerne essen. Da ist entweder, hat er das Messer ganz frisch noch mal über den Wettstahl gezogen. Oder das ist ein bisschen Tran vom Lachs, von der Haut. Sieht einfach auf dem Teller nicht ganz so schön aus.
sollte er beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser drauf achten. Der Lars ist auf jeden Fall sehr perfektionistisch veranlagt. Das behaupte ich jetzt schon. Das, weißt du, da habe ich eine Antenne für. Grundsätzlich hat er recht. Muss ich ihm als Kollegen, das ist ein Kollege, recht geben. Aber man muss auch ganz genau hinschauen, ne? Dass man den sieht, oder? Ansonsten die Senfcreme, die ist schön würzig, aromatisch, hat eine schöne Konsistenz. Für mich, für meinen Geschmack, weil der Lachs von den Aromen jetzt nicht ganz so stark ist, ist die Senfcreme jetzt ein bisschen zu stark. Die überdeckt den Lachs ein kleines bisschen. Der Kartoffelpuffer, für mich ein bisschen zu dick. Er dürfte ein bisschen knuspriger sein. Ich glaube, sind rohe Zwiebeln mit drin. Vielleicht hätte man sie vorher angeschwitzt. Es hat so einen leicht speckigen Geschmack. Also alles in allem ist es eine schöne, gute Vorspeise. Hat ein bisschen Potenzial und Luft nach oben. Ich bin auf den Hauptgang gespannt. Der Lars ist ein Perfektionist. Wenn das dann am Ende der Woche, wenn er dran ist, auch bestätigt, ne? Weil wir haben ja oft so Labertaschen, die dann einfach irgendwie so ganz normal kochen. Halbvietnamese Jan testet ein Gericht mit französischen Wurzeln. Er hat das Rinder-Tatar mit Hausbrot. Also ich finde meine Vorspeise sehr lecker. Das Tatar ist sehr weich, das lässt sich einfach zerpflücken. Es ist ein sehr intensiver Rindfleischgeschmack. Die Dips, mir schmecken drei davon. Der Senf, die Zwiebeln und die eingelegte Gurke. Der Dip hier, diese Sardellen, ich mochte das noch nie. Mir wird es auch nie schmecken. Auch wenn es hier sehr gut gemacht wäre, würde es mir nicht schmecken. Die Kapern habe ich auch nie gemocht. Und das Ei ist halt ein Ei. Er sieht das als Dips. Oh. Somit hat jeder Kunde die eigene Wahl, wie er das Tatar essen möchte. Und es wird keine klare Richtung jetzt von der Küche vorgegeben. Lieber Jan, das gehört eingearbeitet in das Rinder-Tatar. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich. Ich hätte mir vielleicht ein paar rote Zwiebeln gewünscht. Das wäre noch ganz nett gewesen. Im Moment bin ich gerade am Einordnen, was der macht. Ist der Friseur oder ist er Kfz-Mechaniker? Weil Tatar kennt er so gar nicht. Aber es schmeckt wirklich sehr gut. Na, Daumen hoch oder runter? Mit welcher Tendenz rechnest du, Alex? Heute nehme ich die 10 Punkte. So, die Herrschaften. Ihr habt gespeist. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Alles gut? Tendenz 10 bedeutet, besser geht's nicht. Meine Tendenz momentan ist jetzt nicht vernichtend. Ich bin einfach gerade bei 6 Punkten, weil der Abend lässt noch einiges offen. Ja? Ich will mich halt vom Hauptgang und vom Dessert noch mal richtig überzeugen lassen. Alles klar, danke dafür. Meine Tendenz bisher sind 8 Punkte. 8 Punkte für das, was ich nicht kenne, ist ganz gut. Vielen Dank. Und Lars, jetzt bist du in der Reihe. Wie sieht's bei dir aus? Also meine Tendenz sind momentan gut gemeinte 7 Punkte. Lass dir noch ein bisschen Luft nach oben und glaub, da kommt auch noch was. Danke, kannst gespannt sein. Mein Lieber, du stehst aktuell bei meiner Tendenz bei 7 Punkten. Ich freue mich über eure Tendenzen und glaube fest daran, dass wir sie noch nach oben treiben. Viel Spaß. Wie wollt ihr euch denn steigern, Alex? Ich will nicht verlieren, im ganzen Leben nicht. Und das heißt, wir müssen jetzt noch mal eine Schippe drauflegen. Alex, dann geben wir jetzt halt noch mal richtig Gas und dann gucken wir, dass wir deine Punkte verwirklichen, ja? Absolut. 6 Punkte ist keine Niederlage, wir greifen an. Chaka. Eben, so sieht's aus. Koch Tim hat eine schlaue Taktik. Er schickt gleich weibliche Verstärkung aufs Feld. Gute Grüße, mein lieber Tim. Pascal, was machen wir heute Schönes für euch? Also, heute gibt's ein Pulpo. Wir haben ja hier eine bisschen, hast vielleicht gesehen, ein bisschen internationalere Karte. Ja, wegen eurer internationalen Karte habe ich mir auch den Pulpo bestellt. Ich esse ihn sehr gerne. Ja, dann stelle ich dir mal die Sandra vor. So, das ist die Sandra. Hallo Sandra. Aus Pascal. Portugal. Und die zeigt dir jetzt mal, wie man einen Pulpo auf portugiesische Art kocht. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ne? Was da jetzt groß anders sein soll, weiß ich nicht. Ich glaube, man braucht auf jeden Fall Wasser. Ne? Ich koche immer Wasser, Lorbeer. Okay. Zwiebel, die ganze Zwiebel. Ja. Und viel Knoblauch. Und kein Weißwein? Nee. Kannte ich jetzt nicht so. Ich kenne, dass man immer ein bisschen Weißwein mit dran macht. Warum nimmst du den Pulpo TK, wenn ich fragen darf, und ist frisch? Gefroren ist besser zum Kochen, weil kommt mehr weich. Durch das Einfrieren wird die Struktur eines Pulpos, was ja ein Eiweißriegel ist, echt besser zarter. Und das merkt man auch im Kochprozess. Da ist ja gar kein Korken drin. Eine Mythe, die sich da drum reißt bei dem Pulpo-Gericht, ist, dass man den mit einem Korken kocht. Ich selber habe es jetzt auch noch nie nachgeforscht genau. Man hat es einfach aufgeschnappt als Koch. Ja. Wir können ja ein neues Gerücht einfach streuen. Ne? Wir nehmen keinen Korken, wir nehmen Autoreifen. Autoreifen hilft super bei Pulpo. Ich bin halt einfach gespannt, wie er jetzt mal ohne Korken schmeckt. Wann du probierst,
Das ist richtig geil. Ja. Was sagst du dazu, dass bei manchen beim Abkochen der wie Gummi wird oder er ja, sehr zäh deswegen, ist? Deswegen, wenn ich gefroren, kommt dieser Gummi. Ich glaube, dass das gut wird. Ich glaube, dass die Dame weiß, was sie tut. Dann wir warten noch ungefähr eine halbe Stunde so. Und eine Stunde lässt den köcheln. Mhm. Also ich habe gesehen, du hast den nicht ins kochende Wasser getan, musst es nicht vorher kochen. Nee. Der Pulpo lässt eben auch Wasser, ne? Und dann kocht und köchelt der in seinem eigenen Sud. Ja. Dieses Rezept machst du schon sehr lange, hast du ja, habe ich schon mit meiner Papa gelernt. Ja? Ja. Okay, ja. Gut. Ein anderes Rezept als Papas kommt für die Portugiesin gar nicht in die Tüte. Mit was marinierst du den Pulpo? Mit Koriander. Koriander. Olivenöl. Olivenöl. Und Knoblauch. Und Knoblauch. Ist alles zusammen. Das ist jetzt nach dem Kochen, hast du den mariniert und so, dann ja. Portioniert, vakuumiert. Ja. Ja. Oh, das riecht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr lecker. Sehr, ja, sehr gut. Sehr, sehr lecker. Richtig lecker. Und dann mache ich noch ein bisschen Pfeffer. Ja. Kartoffel und die Pulpo. Hat das einen bestimmten Grund, warum du die Kartoffeln mit dem Pulpo zusammen auf dem Blech heiß machst, oder? Ja, mache ich heiß nachher. Okay. Ja. Ich mariniere meine Oliven mit Koriander, Knoblauch und Olivenöl. Und dann schon oben drauf. Und nicht zu wenig bestimmt, ja? Nee. Ja, muss ordentlich drauf. Und dann mache ich in den Ofen. Bei wie viel Grad? 200 Grad, 6-7 Minuten. Ah, 6-7 Minuten nur? Und das reicht schon aus, ja? Das reicht und dann ist perfekt. Ach, nur im Ofen, gar nicht in die Pfanne. Ach, ich bin so ein Pfannen-Otto, was? Ich würde das ja in der Pfanne noch mal schwenken, aber sie macht's im Ofen, ne? Ja, bin gespannt. Warum denn nicht? Es gilt, die Tendenz von einem Schnitt 7 Punkten mit den Hauptgerichten zu steigern. Ein ziemlicher Stresstest. Wir wollen absolut höher von der Punktzahl, aber die Aufregung ist im Keller. Also macht euch keine Gedanken, ich bin die ruhende Person. Wir greifen an, wo wir sind, ist vorne. Also, wir haben nichts zu verstecken und auch keine Angst. Im Restaurant Ambach trimmt der hessische Koch Tim die Hauptgerichte auf Sieg. Gut aus, ja? Also meins sieht auch richtig lecker aus. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Seine Vorspeise fand Pascal lecker, aber zu üppig. Jetzt testet er den gegrillten Pulpo mit gedrückter Kartoffel. Den Pulpo kann man ja auf verschiedene Art und Weise machen, ja. Hab jetzt eine durch die Sandra kennengelernt, die super ist, auch ohne Korken. Guckt euch den Pulpo an, wenn man hier drauf drückt, man sieht, der ist wie ein Marshmallow. Und so muss er einfach sein. Was die Sandra hier gemacht hat, ist einfach mega. Ist der Pulpo denn saftig? Pulpo kann ja manchmal auch so ganz leicht so ein bisschen trocken und strohig und mehlig werden. Nee, definitiv. Lars, mega heißt mega. Obwohl die den bei Trockenhitze abgeschoben haben im Ofen, ja, bei 200 Grad, mega saftig. Okay. Auch die Kartoffel sehr lecker, die Schale hat einen richtig kräftigen Geschmack. Die Kartoffel war schon im Ofen vorgegart gewesen, das hat man gesehen. Ja. Und sie geben dann noch mal von dem Olivenöl noch mal was über die Kartoffel drüber und das gart auch mit dem Blech zusammen. Also eins ist auch mal klar, ne? Hier der Pascal ist auf jeden Fall auch ein Koch. Der steht am Herd. Logisch. Den Pulpo jetzt hier so im Ambach für 21,90 ist perfekt. Das Einzige, was mir noch ein bisschen gefehlt hat, wäre so dieses kleine i-Tüpfelchen, so ein bisschen Shishi, schöne Shiso-Kresse oder sowas Schönes noch fürs Auge, optisch noch mal so einen kleinen Kick. Aber das ist jetzt nichts, was das irgendwie vernichten würde. Das ist auf jeden Fall ganz hoch oben auf, das Gericht. Für Jan stapelt Koch Tim hoch. Der 18-jährige Gastronom hat den Ambach-Burger bestellt. Also ich habe den Ambach-Burger. Der kostet hier 12,90. Er wurde nach dem Haus benannt, deswegen dachte ich mir schon, er muss gut sein. Er hat sich quasi zweimal für Rindfleisch gehackt entschieden. Einmal roh, einmal gebraten. Und er ist wirklich gut. Das Patty ist durch. Außen schön auf dem Grill. Hat seine Grillaromen. Innen noch sehr saftig. Generell die Qualität vom ganzen Burger und von den Pommes. Die Pommes waren außen knusprig, innen weich. Außen knusprig, innen ganz weich. Ich finde, das Brot ist sehr gelungen. Das Brandy drauf gefällt mir sehr. Es zerfällt nicht leicht, es ist sehr stabil. Schön viel knuspriges Gemüse drauf, Rucola, Tomaten, Zwiebeln. Für mich ein bisschen zu viel Soße. Der Burger ist am Anfang ein bisschen zerfallen, aber es heißt ja einfach nur, dass viel drauf ist. Ich bin Burger-Fan, ich würde hier immer wieder gerne hinkommen, um diesen Burger zu essen. Ich kann mich nicht beschweren. Das gilt leider nicht für alle am Mitstreitertisch. Teller teilweise leer. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Ich muss sagen, du hast mich wirklich positiv überrascht. Das habe ich gar nicht jetzt erwartet.
Als Yu, die Chefin eines mexikanischen Lokals, probiert das deutsche Ribeye Steak mit Ofenkartoffel. Also ich habe hier den Ribeye Steak bestellt. Es ist sehr saftig und medium. Ich wurde zwar nicht gefragt, aber dann war ich doch glücklich, dass es genau so war, wie ich es mir gewünscht habe. Die Kartoffel ist auch super. Ich mag total die Schale. Das hat auch super leckeren Geschmack. Und das war endlich mal tatsächlich eine Ofenkartoffel und nicht einfach nur so in Folie und irgendwo in die Mikrowelle gestellt. So eine Kartoffel im Ofen gegart und dann kannst du die Schale mit essen und das, dieses Kartoffelfleisch so innen drin, das wird so ein bisschen trockener, je mehr du zur Schale kommst, das ist einfach geil. Der Sauerrahmen da drauf, auch ganz toll, das passt perfekt zusammen. Fand ich auch super lecker, wirklich, das war sensationell. Den Sour Cream, wie habt ihr den gemacht? Das war so lecker, das hatte so einen säuerlichen Geschmack, ich habe nirgendwo so erlebt. Wie macht mein Kollege mit Schmand und Zitrone? Ja, das macht das Ganze ein bisschen frischer. Da waren tolle Aromen drin, deswegen. Ja. Ich muss nur sagen, das ist halt eine Riesenportion. Ich bin jetzt eine kleine Persönlichkeit und ich schaffe nicht alles. Aber nichtsdestotrotz, es war super toll und ich danke dir. Lars, wie war es bei dir? Spitzenkoch Mike hat das Gericht gelobt. Wie bewertet Lars den Kotelett-Hammer vom Duroc-Schwein? Lars wird das natürlich jetzt ganz anders bewerten wie ich. Da bin ich natürlich jetzt eine kleine Lampe. Ne? Das Duroc-Schwein geschmacklich toll. Die grüne Soße auf der Kartoffel. Richtig schön klassisch handwerklich gearbeitet mit den 7 Kräutern, wie man es kennt. Ich bin nicht so der riesen Kohlenhydrate-Esser, deswegen habe ich die Kartoffel nicht aufgegessen. Ich fand sie geschmacklich gut. Man hat geschmeckt, dass sie richtig im Ofen gebacken ist. Ich persönlich hätte die Soße vielleicht nicht oben drüber gegeben. Dadurch wird die Haut so ein kleines bisschen ledrig. Und ich glaube, es ist auch der Unterschied zu euren Kartoffeln am Tisch. Ich finde das Fleisch so ein kleines bisschen zu fest. Ist nicht ganz so saftig, wie ich mir es gewünscht habe. Ich kenne Duroc-Schwein eigentlich ein bisschen fettdurchzogener, marmorierter. Es war für mich einen kleinen Ticken zu durch. Wirkt dadurch so ein kleines bisschen trocken. Ich hätte es mir so ein kleines bisschen mehr rosa gewünscht. Muss ich ihm recht geben, das sehe ich jetzt optisch auch. Das ist einfach zu lange im Ofen gewesen. Schade eigentlich, weil es auch noch dicker geschnitten ist wie meins, was ich hier besser finde. Gastgeber Alex könnte jetzt mit souveräner Kritikfähigkeit punkten. Also wenn ich das Fleisch von hier sehe, muss ich sagen, ich finde, es ist da noch rosa. Aber natürlich geht es zum Rand hin, ist es dünner, das Produkt mit Knochen ist eh immer so eine Sache. Wo triffst du den Geil gerade, wenn das Fleisch verschiedene Dicken hat? Ja? Aber das sind in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, damit können wir absolut leben. Vielen Dank dafür, Lars. Also das hat er nicht ganz so eingesehen. Ich übersetze das mal. Ne? Aber tatsächlich ist von der Seite, wo die beiden stehen, ist wirklich das rosa zu sehen. Und das Stück, was der Lars da gerade angeschnitten hat, war wirklich vielleicht das trockene Reh. Vielleicht mal Sous Vide probieren oder so, um da den Gargrad noch ein bisschen konstanter zu halten. Aber geschmacklich toll, lecker, gibt's überhaupt nichts auszusetzen. Dankeschön. Alles klar, werden wir dran arbeiten. Ja. Danke für das Feedback. Ehrlichkeit bringt uns weiter. Wir gehen in die Küche, haben noch was zu tun für euch. Wie ernst nehmt ihr denn die Kritik? Natürlich eine gute Idee mit dem Sous Vide Garn des Kotelettes. Können wir mal vielleicht so drüber nachdenken, ob wir das in Zukunft so praktizieren werden. Aber ich denke, wir haben die Gäste mehr als zufriedengestellt. Ich hoffe, ich darf meinen Job behalten. Tim darf auf jeden Fall den Job behalten. Ist ein guter und ich bin froh, dass er hier ist. Freue ich mich aber. Jetzt lässt sich Tim in die süßen Karten gucken. Hallo, grüß dich. Ich bin der Tim. Ich bin die Susanna. Ich habe gehört, du machst uns heute eine leckere Nachspeise. Genau, wir machen heute Malabi. Das ist ein israelischer Milchpudding, der ist relativ simpel. Jetzt bin ich mal gespannt. Ne? Kann man eigentlich viel falsch machen bei so einem Milchpudding? Und zwar hat Alex das irgendwo gelesen oder hat es irgendwo gegessen und hat mir dann geschrieben, ich soll das machen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich eine Freundin mit einem israelischen Kochbuch habe und die hat mir das dann abfotografiert und geschickt. Das sind 600 Gramm Milch und 200 Gramm Wasser. Die kommen dann rein. So, da kommt klassisch eigentlich nur Rosenwasser rein. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil Rosenwasser schmeckt warm nach zu wenig. Und wenn es dann kalt wird, dann ist es meistens dann schon zu viel. Das finde ich ganz toll. Ich liebe Rosenwasser. Ich liebe eigentlich Rosenblüten. Und ich denke mal, es gibt auch einen besonderen Geschmack. Das ist ein Destillierungsverfahren, wo einfach durch Rosenblüten dieser Geschmack dort hineinkommt. Für Israel völlig bekannt. Das zieht sich aber auch durch den Orient, Türkei. Ich persönlich bin nicht so ein Fan davon, aber das sollen Menschen lieben, die es mögen. Alles gut. Was jetzt nicht im Rezept steht, aber was ich ranmache, ist ein Schuss Mandelsirup. Wenn ich dann ein Dessert habe und denke mir, ja, da fehlt noch Süße, aber es könnte was anderes als Zucker sein, dann mache ich noch ein bisschen, dann gucke ich halt, was er vorne hat. Und dann habe ich einfach den Zuckeranteil gesenkt. Okay. Was war das? Nur Vanillesirup. Dann machen wir
60 Gramm Zucker rein. Original sind es 80, aber ich habe ihn reduziert und dafür ein bisschen Sirup reingemacht. Ich fand das sehr gut, weil ich mag absolut keinen Zucker. Und dann reibe ich noch ein bisschen Orange rein, weil ich überall Zitrusfrüchte ranreibe und ich fand einfach, das passt. Dann wiegen wir uns 50 Gramm Speisestärke auf. Sonst bin ich nicht so ein Rezeptkoch, aber das Stärke und Flüssigkeit ist auf jeden Fall nach Rezept. Was passiert, wenn du jetzt zu viel Speisestärke reinmachst? Ich denke einfach, dass es dann einfach viel zu dick wird. Naja, wenn man jetzt nicht so talentiert ist im Dessertbereich, würde ich auf jeden Fall auf ein Rezept pochen. Es gibt aber kleine Dessertkunde, die einen Koch doch auch drauf hat. Dann brauche ich 100 Milliliter kalte Milch, um die Stärke aufzulösen. Ich rühre die immer mit der Hand, weil ich dann genau spüre, dass die ganze Stärke sich aufgelöst hat. Es wird dann so langsam reingegossen, ja? Dann, ich sehe schon, dann wird sie auch schon fest. Und dann füllen wir das jetzt in die Schälchen. Und dann kommt da gleich noch Mandelkrokant drauf und Himbeersoße. Das war's dann eigentlich auch schon. Siu ist gelernte Detektivin. Deckt sie oder einer der Mitstreiter Schwächen auf beim Nachtisch? Zum guten Schluss das Dessert, Malabi? Ja, bei mir. Die leichte Variante der Panna Cotta namens Malabi haben Pascal und Siu bestellt. Ja, die Teller sind sehr schön. Gefallen mir sehr gut und ich bin gespannt, ob es auch genauso gut schmeckt. Also wir haben ja beide das Gleiche bestellt, ne? Malabi. Ich fand es jetzt ein bisschen zu viel. Diese Crunchies da drauf, es war alles so ein bisschen überhäuft. Auf der Karte war gar kein Eis mit deklariert, ne? Aber ja, wir haben Eis bekommen. Alter, da eskaliert die Stimmung, ne? Es ist Eis drauf, das stand gar nicht drauf. Oh Gottes Willen. Finde ich aber an sich eine gute Sache, wenn immer irgendwas drauf ist, was jetzt nicht da drauf stand. Einfach freut man sich, so ein kleines... Ja. Gimmick. Das ist jetzt so ein Fruchtsorbet, wo eine schöne Fruchtsäure drin ist, was halt so den Geschmack von der Süße von dem Milchreis da zurückholt. Aber ich finde es gar nicht mehr so süß, ne? Er hat in der Küche weniger Zucker reingemacht, als er musste. Ich finde, für einen Pudding hat er genau die richtige Konsistenz, weil das, was man kennt als Fertigpudding, ist einfach immer zu fest, oder? Ja, genau, das hat er auch gesagt, damit es halt nicht so zu fest wird, hat er es genau abgemessen, wie so ein Goldschmied. Habe gesehen, dass hier ein paar Nüsse noch oben drauf sind, die karamellisiert sind, was sehr geil von der Textur ist, dass man nicht einfach nur diesen Milchpudding hat. Halt auch noch was Festes mit einem Crunch und sehr lecker. Wie schmeckt's bei dir? Perfektionist Lars hat das Schokoladentörtchen mit flüssigem Kern und Vanilleeis. Das ist echt fein. Richtig schön halbflüssig der Schokokuchen, so wie er sein soll. Man sieht es hier richtig, wirklich auf den Punkt gebacken. Also da hat er jetzt echt einen draufgesetzt. Der Kern war, wie ich es mir gewünscht habe, die flüssige Schokolade, der Teig ist rausgelaufen. Geschmacklich lecker, gut, hätte für mich ein kleines bisschen mehr schokoladig noch sein können. Ruhig ein bisschen mehr Bitterschokolade mit rein. Na, der will meinen Job, ne? Das Vanilleeis, auch wenn es nicht selber gemacht ist, ist trotzdem eine total gute Qualität, ist lecker. Man sieht schön die Vanillepunkte mit drin. Die Nüsse, so ein bisschen was Crunchiges, ist fürs Mundgefühl immer gut. Also wirklich echt richtig gut. Richtig fein. Und bei dir? Jans Dessert ist schlicht und ergreifend ein heißer Espresso mit kaltem Vanilleeis. Der Espresso schmeckt gut. Er ist relativ stark, das spüre ich jetzt schon. Nach einem deftigen Burger ist es das perfekte Dessert, weil der Burger schwer im Magen liegt und man so müde wird. Ein Espresso mit Vanilleeis hinterher, der macht noch mal ein bisschen wach. Das war einfach solide, genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ganz einfach, brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Aber schmecken, schmeckt mir das immer. Ein Espresso, Vanilleeis geht immer. Bei Mein Lokal, Dein Lokal gibt es nichts geschenkt, weder den Sieg noch das Essen. Das Beste kommt zum Schluss. Ah ja, ich übernehme die Rechnung. Ich bereiche dir die Rechnung. Danke dir. Ich freue mich natürlich, dass ihr hier wart. Hier habe ich noch einen Beutel, da schmeißt ihr die Steine rein. Nur die höchste Zahl zählt, also strengt euch ein bisschen an. Ciao. Natürlich fließt das Preis-Leistungs-Verhältnis mit in die Wertung ein. Also wir haben hier eine Gesamtsumme von 208,50 €. Also Essen haben wir ungefähr 160 € und Getränke würde ich jetzt mal sagen so 50 €. Wir haben auch Limonaden getrunken und so. Also 40 € Essen pro Kopf, 3-Gänge-Menü. Ja, ich finde es auch angemessen. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf jeden Fall top und ich würde immer ins Anbach gehen. Jeder Mitstreiter kann geheim bis zu 10 Punkte für das Anbach vergeben. Wird das denn heute ein reich gefülltes Säckchen?
hat mir gut gefallen. Das werden jetzt wohl keine 40 Punkte, aber die sind voll dabei, ne? 7. Ich denke, die 7 deine sind von Lars. 7 Punkte. Ja, das passt. Für so einen Perfektionisten ist 7 richtig, richtig viel. Die 8 sind meiner Meinung nach von Pascal, weil er mich nicht überbewerten möchte. 8 Punkte. Oh, 9. Die erste 9 ist ganz klar von der Sue. Der gefalle ich einfach gut. Das ist ja auch geil. 9 Punkte. Last Stone, Unicorn, 9. Alter. Krass. Chaka. Geil. Die andere 9 ist dann vom Jan. Das ist ein junger Kerl, finde mich auch als Vorbildfunktion gesehen. Hat einen leckeren Burger gegessen, hat er mir gesagt. Ganz klar 9 vom Jan. 9 Punkte. Mit diesem Punktestand brauchen wir uns nicht verstecken. Die anderen müssen erst mal mehr schaffen. Fertig. Bitte. Voll im Spiel und voll dabei. Sehr geil. Die Woche geht ja gut los. Im Taunus holt das Ambach 33 von 40 möglichen Punkten. Morgen fährt Chefkoch Pascal die Krallen aus im Gasthaus zur Eiche. In unserem schönen Oberbresche zeige ich euch heute mal, was wir alles zaubern. Da steckt viel Hokuspokus drin. Der Salat ist alles komplett weich. Geil, Alter, der ist voll verbrannt hier unten. Ach, du Scheiße. 0 Punkte. Auweia, ein Vollflop?